Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Night of the Dead. Wir haben hier das letzte Mal aufgehört und da habe ich ja gesagt, wir machen hier mal einen kurzen Abstecher auch nach innen. Oh, und was kommt jetzt da? Irgendein Raubtier? Es klang zumindest so. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, soll ich da jetzt jemanden pullen oder kommt da ein Viech? Ich weiß es nicht. Ich pull mal lieber einen von denen, bevor ich da ewig rumstehe. Vielleicht der hier gerade so ein bisschen abseits gegangen ist. Ah, der andere hat es auch gemerkt. Ah, der hat schon wieder irgendwie ein Schutzschild oder sowas an. Kann das sein? Ah, nee, nicht einmal. Aber das ist wieder so eine, die. Ach so, das war draußen dann eine, die so geschrien hat. Okay, cool. Take all, please. Pfeil, Pfeil. Take all. Und der hat auch irgendwas gedroppt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich habe ja schon gesagt, ich mache eine Aufnahmesession, dass ich ein bisschen vorankomme hier in dem Game. Und tja, da bekomme ich dann trotzdem noch so den ein oder anderen Kommentar natürlich trotzdem mit. Und der eine war zum Beispiel, ich solle doch bitte die Parts etwas länger machen. Ich hatte jetzt bis gestern, also Sonntag war das dann, schon vorproduziert. Und habe eben gesagt, ich mache ab heute dann ein paar längere Folgen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich wollte hier mal reingucken. Eigentlich wollte ich da vorne mal reinschauen, aber. Ui, also ich vermute mal, dass da drinnen schon ein bisschen was zu finden ist. Deswegen werde ich es auch wagen. Oh. Ups. Ja, das ist halt. Ja, ist ja in Ordnung. Die Waffe nicht wechseln muss, dann ist es halt so. Ach, die mit ihrem Drehangriff hier. Du dummer Hund, du Blöder! Na also, geh doch. Forschungsmaterial, Stofffetzen. Also wir müssen auf jeden Fall auch deswegen schon zurück, weil es bald Nacht wird. Und da möchte ich nicht unbedingt hier auf einem Firmengelände rumgondeln. Ich bin sehr angespannt heute. Ich weiß nicht warum. Ich hatte jetzt im Grunde einen Tag Aufnahmepause. Schauen wir mal, wie viel da noch drin sind. Zum Glück gibt es da nicht wie bei State of Decay so Platzer. Ups. Ja. Gut. Da muss man sich echt anschleichen. Das geht gar nicht anders. Ah, verdammt. Ausgewichen. Ups. Gleich wieder die Waffe wechseln. Ja, ihr könnt mich mal. Ah, verdammt. Ups. Die Mädels, die sind echt wild hier. Warte mal, ich nehme mal hier einen Riegel. Hau halt denen nicht auf die Füße. Ah, gut. Komm her. Jawohl, die habe ich mal richtig erwischt. Das war gut. So. Die Mädels sind tilt. Aber das ist ja heavy.
Moment, hatte ich nicht irgendwo Fleisch? Großes, geröstetes, da habe ich ein kleines. Dann haue ich mir das mal rein, das reicht erstmal. Gehen wir mal hier wieder drauf. Wie viele Pfeile habe ich noch? Fünf. Sollte ich mir vielleicht noch ein paar machen? Machen wir vier, Craft. Bei denen muss man ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich. Ja, okay. Also manchmal kann man sich echt täuschen, welche jetzt da die richtig heftigen Bullies sind. Ja. Mal lieber ein bisschen weg von der Tür, ne? Lieber einen Schritt zu weit hinter. Ah, verdammt. Ah. Die bücken sich aber auch im letzten. Komm her. Ja, okay. Ich habe jetzt gedacht, ich hau ihm auch den Schädel runter. Wo bist du? Ach, da. Okay. Kopflos durch die Nacht. So, schauen wir mal. Da sind anscheinend keine mehr drin. Wir müssen auf jeden Fall den Loot, den wir so haben, zurückbringen. Holzbrett, Nagel, Seil, Holz. Alles gut. Holz, Nagel, Holzbrett, ja, alles in Ordnung. Servus, komm her. Man ist mit dem Schwert zwar langsam, aber man macht trotzdem, glaube ich, zumindest den größten Schaden noch hier. So, take all. So, dann looten wir da mal. Ich hoffe, da ist was drin. Eisenplatten, Gewehrpatronen, das ist auf jeden Fall alles gut. Schauen wir mal, was da noch drin ist. Ich denke, das wird in den anderen auch so sein. Nochmal eine Gießkanne. In den anderen Dingern auch so sein, dass man einen bestimmten Loot eben findet, solche Lootkisten. Take. Meine Pfeile wieder eingesammelt. Ah, sieh an. Hätte ich jetzt fast übersehen. Stück Eisen, Gewehrpatronen, jawohl, cool. Gewehrpatronen, Stück Eisen. Okay. Alles gut. Alles gut mit diesem Loot. So, ich lasse jetzt mal die Hütten außen vor. Wir machen jetzt einmal noch den Loot, den wir hier auf dem Weg finden. Und dann werden wir uns erstmal zurückbegeben. Wir wissen auf jeden Fall, wir werden hier noch einiges finden. Ach, ein Hase. Hallo? Take und Skin. Hallo? Kaninchenknochen, Kaninchenpelz und kleines Fleisch. Okay, also wir sind gut versorgt.
Gott. Ich habe schon gedacht. Ich habe echt schon gedacht, es killt mich. Bloß nicht. Ah, verdammt. Okay, warte mal. Ich könnte eher mal ein Stück Fleisch essen. Wir könnten die roten Pilze einfach mal rausdroppen. Ah, shit, shit, shit. Inventory is full. Was schmeiße ich raus? Baumstämme habe ich nur zwei, die kann ich wieder einsammeln. Das heißt, ich kann das Leder nehmen. Ich kann. Ist das ein Knochen? Mal ein bisschen rüber. Ich hoffe bloß, ich werde jetzt nicht überfallen hier. Energieriegel nicht, das da auch nicht. Den braunen Pilz kann ich futtern. Das heißt, wir können hier das große Fleisch wahrscheinlich nehmen. Take. Jawohl, großes Fleisch. Und dann kann ich noch rausschmeißen. Was kann ich noch rausschmeißen? Den gelben Pilz. Komm, den haue ich jetzt auch raus. Dann nehme ich lieber diesen Schädel mit. Oder was das ist? Schweinefüße sind es. Okay, gut. Dann heißt es jetzt erstmal back to the house. Und ein klein wenig den Loot verstauen. Vögelchen, wo bist du? Ah, Mist, weg. Das Gute ist halt, dass der Loot im Grunde auch nicht verschwindet. Also ich kann mir das Zeug auch später holen. Und das Gute ist auch noch. Mann, so viel Zeug. Reload. Das kann man auch reloaden. Habe ich noch einen Samen? Einen habe ich noch. Zack. Da ist was reingegangen, oder? Und das ist ein Karnickel. Also das können wir auch looten. Ohne dass wir jetzt was verlieren. Das andere Tier, das muss ich lassen. Da muss ich erstmal mich ein wenig entleeren. So, ich bin immer wieder gespannt und neugierig, ob hier irgendwas auftauchen wird. Also, wenn ich mich jetzt halt. Warte mal, Rechtsklick war es. Wenn ich mich quasi wieder zu weit wegbegebe oder sowas. Großes Fleisch. Okay. Dann haben wir den Fuchspelz. Wir haben den Knochen. Warte mal, du kannst auch da auch drauf gehen. Essenstechnisch. So, dann können wir das da reintun. Das kleine Fleisch. Speck. Das Hähnchen. So, das lassen wir drin. Dann können wir aber eigentlich auch die zwei Geflügel. Das große Fleisch. Warte mal, wir haben kleines Fleisch. Dann tun wir die mal rüber. Weil dann könnten wir uns die nämlich gleich mal rausbraten. Das Schöne ist, dass es ein unendliches Feuer ist. Ein never-ending Feuer. Craft. So, da haben wir nur das eine. Und da haben wir zwei. So, dann haben wir alles. Alles weggegrillt. So. Wo bist du? Na, geh halt auf. Der Nachbar wollte mal Hallo sagen. Das Dumme ist halt, die hauen immer hier durch und können die Kisten und so weiter auch kaputt machen. Das ist halt etwas doof. Aber okay. So, schauen wir mal hier. Was kann ich alles rüberpacken? Blätter nicht, das Schießpulver nicht. Kann ich die stacken? Jawohl, die kann ich stacken. Das ist gut. Oh, Leder habe ich vergessen und Knochen. Aber der Stein, Stofffetzen. Ich schaue jetzt halt einfach mal Taubenfedern. Ne, das war ja dann auch Ding in dem anderen. Taubenknochen, Sperlingsfedern, Sperlingsknochen, Stofffetzen. Ich kriege halt nicht alles rein in die Kisten, ne? Eisenerz. Wildschweinknochen, Ast.
Die kommen wir drüber. Da geht nichts mehr. Stück Gummi. Plastikstücken, Wildschwein. Stück Eisen, Nägel. Gummiring. Ja, da kam auch noch wegen dem einen Nagel, den ich da hatte, den ich damals zerstört habe. Da war ich ganz verpeilt und habe den dann kaputt gemacht. Wo dann auch ein Kommentar gab, ich sollte mal... es ist gut, wenn man lesen kann. So in der Art. Ja, stimmt. Es ist aber oft so, dass man bei Spielen, die man das erste Mal macht, tatsächlich Dinge übersieht. Und das, also ich finde es manchmal faszinierend. Warum mit Taubenfedern? Dann tue ich die daher. Zack. Gehst du rein? Sag mal. Das backt auch noch ein bisschen. Kaninchenknochen, Holzbrett, Ranke, Sperlingsfeder. Das ist halt jetzt doof, ne? Sperlingsknochen. Da müsste ich eine Kiste schon fast separat haben, wo ich dann die Sachen rein tue. Wildschweinpelz. Okay, essenstechnisch habe ich nur noch das. So, da. Da weiß ich nicht. Kann man die irgendwie zerstören? Mach mal zu. Das wäre auch mal interessant. Kann ich die Dinger hier zerlegen? Warum schiebt der das so umeinander, ne? Die kann ich bestimmt an irgendeinem von den Teilen hier zerlegen. Da nicht. Weil ich meine, die Hosen, die haben ja sowieso keinerlei Rüstung oder sonst irgendwas, ne? Da geht's nicht. Dann wäre es jetzt höchstens noch hier in dieser Werkbank. Auch nicht. Okay. Keine Ahnung, was ich dann damit mache, weil grauer Trainingsanzug für grauen Trainingsanzug tauschen, ich weiß nicht. Wir können ja sowas hier zum Beispiel in die Ecke schmeißen, das wäre ja egal. So, drop, zack. Kannst du da liegen bleiben, ist mir egal. So, was haben wir denn an Research? Was können wir denn da noch machen? Wir könnten bei der Blacksmith mal weitermachen hier. Da ist nochmal ein Hammer und das Wurfbeil. Das kostet uns 50 Punkte. Und wir können die Waffen auf plus 6 upgraden. Also die 50 Punkte, die würde ich sagen, die investiere ich. Da mache ich mal noch nicht. Wir müssen mal schauen, dass wir auch noch so ein paar Basics ausbauen. Zum Beispiel Transport. Das wären nochmal 12 weitere Inventarplätze. Auf jeden Fall. Was kostet der? Der kostet 100. Nochmal 12. Und ich sage ganz ehrlich, ja, das mache ich. Die kosten dann wahrscheinlich 200 oder so. Nee, 150. Aber ist egal. Savager, wir könnten schneller plündern, aber da haben wir genug. Junior Builder. Wissen über Holzverarbeitung. Materialien für Gebäude aus Holz minus 15% und Demolish Return Rate plus 10%. Also wir kriegen mehr zurück, wenn wir wieder was demontieren. Würde ich sagen, machen wir. Was kostet das nächste? 50 Punkte dann. Okay, aber das ist jetzt halt nicht mehr, ne? Ach so, das ist dann nochmal plus 10%, okay. Forest Worker, zusätzlicher Schaden an Bäumen von plus 20%. Boxer, Ausweichrate plus 15%, das ist natürlich nicht schlecht. Combat haben wir schon gemacht. Martial Artist, Fallschaden minus 50%. Ich weiß nicht, ob damit auch gemeint ist, weniger Schaden. Assault Soldier. Animal Hunter. Das wäre eigentlich auch etwas, was ich machen wollte. Aber da habe ich jetzt natürlich die Punkte nicht mehr dazu. Aber ist egal. Natural. Das hier können wir auch nicht machen. Das sind 35. So, wo war das mit den Dingern, mit den Blättern, die man dann umwandeln kann? War das bei Builder? Irgendwo können wir das machen. Dass wir dann nämlich Blätter umändern können. Plastikgummiring, Klebeband. Lichtschwert. Pasta, Gemüseeintopf. Farmer. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ist aber eigentlich auch total egal.
Was ich mir gerne mal jetzt bauen würde, das ist so eine, zum einen vielleicht noch mal Waffen, Seile und bearbeiteten Baumstamm. Ja, das Zeug muss man halt immer einstecken haben. Das ist halt schon ein bisschen doof, ne? Baumstämme, was habe ich denn da so einstecken? Vor allem das verteilt es halt so extrem, ne? Also das wird euch wahrscheinlich auch alle. Also ich gebe da irgendwie keine. Ich probiere das zwar immer wieder, aber es gibt keine Taste, mit der ich das ausbauen, also mit der ich das sortieren kann. Das ist etwas blöd. Ah! Okay. Es gibt eine Taste, die sortiert das Ganze. Das ist natürlich cool. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Also das wirklich gerade erst herausgefunden. Ich hoffe, ihr habt es mir nicht irgendwo schon in die Kommentare geschrieben. So, Schießpulver tun wir raus. Obwohl, wir könnten Schießpulver rausnehmen, ne? Dann könnten wir Gewehrpatronen herstellen. Das wäre, glaube ich, auch nicht einmal so verkehrt. Können wir das da machen? Nein. Stoffe können wir hier herstellen. Seile. Dazu brauchen wir allerdings Stoffe. Machen wir doch mal ein paar Stoffe. Machen wir mal, keine Ahnung, 20 Stück. So, dann können wir uns noch mal ein paar Seile herstellen. Dann machen wir jetzt mal 10 Stück. So, dann wollte ich bearbeiteten Baumstamm, genau. Baumstämme wollte ich noch. Schwaps. Baumstamm. Und das ist der falsche Tisch, natürlich. Da sind Waffen. Warum schaust du danach? Da komme ich schon noch rein. Irgendwann komme ich da rein. So, bearbeiteter Baumstamm. Ich mache da mal 10 Stück. Weil dann können wir uns nämlich hier noch so ein kleines bisschen mehr Schutz schaffen. Eventuell hier noch was. Melee, Stacheldraht, Bild. Und zwar. Oh ja, das könnten wir machen. Wir könnten das hier im Anschluss machen. Und dann vielleicht da noch, weil wir kommen immer noch durch. Wir könnten da eins hin machen und daneben eins. Dass man so eine Art, ja, halt nochmal eine Barriere hat im Grunde. Dann könnten wir vielleicht da drüben auch noch was hinstellen, oder? Dass wir da noch eins hin machen. Ja, das ist halt so mittendrin, das ist blöd. Könnt allerdings auch das. Ja, also, weil wir kommen ja auf jeden Fall vorbei. Ja, da habe ich jetzt keinerlei Bedenken. Ja, bearbeiteter Baumstamm fehlt natürlich, ganz klar. So, was ich noch mal gucken wollte, wegen Lampen, dass wir uns da mal ein bisschen Licht machen, weil ich finde es immer ein bisschen düster. Ich kann zwar hier mein Light anmachen, ganz klar, aber Lampen sind natürlich nicht schlecht. So, das ist. War das bei Interior? Decoration Fire. Deckenleuchte. Was brauchen wir da? Nägel und Blätter habe ich. Wir brauchen einen. Aber die wird nicht ausgehen, hoffentlich. Eisenbarren, bearbeiteter Baumstamm und Benzin. Bearbeiteter Baumstamm habe ich noch, ne? Ne, muss ich nochmal. Eisenbarren. Habe ich dann da? Kriegen wir alles? So, ich mache mal 3 Stück, weil wir brauchen nämlich nur einen dafür. Feuer, Deckenleuchte und dann brauchen wir noch Benzin. Na, das Benzin habe ich wieder vergessen. Weil das müsste ich eigentlich auch haben. Irgendwo. Dachte ich zumindest, dass ich Benzin habe. Ah, verdammt, ich dachte, ich hätte Benzin, aber ich habe nur Öl.
So ein Sheet. Warte mal, kann ich Benzin herstellen? Benzin erhält durch das Raffinieren von Öl, kann zur Handhabung von Feuer genutzt werden. Das heißt, wir müssten da irgendwas noch bauen. Und wahrscheinlich auch erst einmal noch entwickeln. Kann ich mir vorstellen. So, wie schaut's denn da aus? Wir brauchen dafür immer Benzin, ne? Nein, nicht Decoration. Fallen bestimmt auch nicht. Ich muss mir irgendwie... Schutzmauer. Was hat denn die Schutzmauer? Okay, da brauche ich bearbeitete Baumstämme. Okay, also wenn ich mir da wirklich mal was aufbaue mit Wall und allem, dann brauche ich vieles an Bäumen. Auf jeden Fall. Nee, das muss ich entwickeln, die Raffinerie. Da werde ich wahrscheinlich nicht drum kommen hier. Sicherungen, elektronisches Gerät. Doctor of Engineering, Drahtlosgerät, Lautsprecher, Funkgerät, Verstärker. Nützliches Pestizid, Dünger. Fallenmaschine. Irgendwo geht das. Irgendwo geht das. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Okay. Hier geht's jedenfalls nicht und an denen wird's wahrscheinlich auch nicht gehen, oder? Gewehrpatronen könnte ich noch herstellen, wenn ich Kupfer hätte. Fackel. Was? Stamina Restore? Ballistenbolzen, Wurfmesser. Da brauche ich halt sehr viel von denen. Die könnten wir aber auch mal ausprobieren, weil die haben ja immerhin plus 30 Damage, ne? Da könnte ich mir doch eigentlich mal 10 Stück machen. Einfach mal, um die zu testen. Und wo legst du die hin? warte mal, die tue ich mir hier drauf. Das probieren wir mal. Sortiert es eigentlich immer anders? Nö, es behält es eigentlich bei. Das sind die Upgrades. Da wäre es natürlich gut, wenn ich dann irgendwie mal... Ja, da brauche ich natürlich viel Zeug, ne? Das müssen wir mal machen. Materialtasche. Plus 30% Carry. Ich habe noch nicht entdeckt, wo ich hier irgendwo sehe vom Gewicht. Bin ich überlastet? Bin ich nicht überlastet? Was kann ich tragen? Keine Ahnung. Kaninchenpelz, Kaninchenknochen könnte ich machen. Munitionstasche. Auch Kaninchenpelz und Knochen. Speer habe ich zwar in der Lichtschwert, Flammenwerfer, aber nichts mit Benzin. Molotow-Cocktail, da brauche ich auch Benzin. Sabralot, ich habe wahrscheinlich schon tausendmal das Ding gesehen und weiß jetzt nicht, wo ich es kraften kann. Da haben wir es doch. Ja, man muss einfach nur geduldig sein, ne? Dann findet man alles. So, raus mit euch, ihr Öls. Da, Benzin. 10 Benzin? Krass, von einem Öl kriege ich 10 Benzin? Das ist natürlich cool. Warum kann ich die nicht hinhängen? Ich dachte, die kann ich da hinhängen. Oder geht es nur an selbstgebauten Dingern? Ach, verdammt. Eine Wandleuchte vielleicht? Warum kann ich die nicht da anbringen? Da am Fenster kann ich es anbringen? Naja, machen wir mal. Ui!
Alter. Haut dessen Licht raus? Das ist ja richtig krass. Kann ich da auch eine hinmachen? Also wenn das mal nicht hell ist, ja? Dann hallo. Aber das fackelt nicht das Haus ab, oder? Mach mal auf. Es wäre cool, wenn wir das da außen auch noch ein wenig beleuchten könnten. Geh noch mal auf dein Bill. Fire. Wandleuchte. Bild. Ach, das macht es nur innen hin, ne? Doch, da geht's. Lockt es dann auch die Zombies an? Das wäre jetzt halt noch interessant. Jetzt rennt bloß denn deine eigenen Dinger hier. Das zeigt immer nach innen. Ah, Musik geht los. Alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal bereit. Lad mal durch. Schade, dass man nicht in den Ego-Perspektive kann. Ich bin gerade schon so angespannt, dass ich hier voll nach vorne versinke. krass. Also, wo bleibt ihr? Wir haben auf jeden Fall jetzt eine gute Ausleuchtung, muss ich echt sagen. Okay, ich glaube, die ersten tippeln an. Ich denke mal, dass die Nacht kein Thema sein wird. Wir haben jetzt halt hier eigentlich gut aufgebaut, muss ich sagen. Ach ja, da wollte ich eh noch was gucken. Ah, die Tür können wir offen lassen. Nee, obwohl, ich mache die Tür mal lieber zu. Wir warten mal ab, bis sie anklopfen, die Nachbarn. Ich wollte noch gucken, und zwar Floorboards der Fans. Irgendwo kann ich doch diese Fahne bauen. Die Fahne ist ja im Grunde hier die Flagge. Da brauche ich noch vier kleine Steine, weil die Fahne ist im Grunde Positionsmarkierung. Und das ist natürlich nicht schlecht, ne? So schon drauf, ne? Die rennen alle da schon rein, die kommen gar nicht durch. Ich sollte mir den Eingang da hinten auch noch zumachen, dass ich dann wirklich nur von der Seite hier mit den Dödeln hier rechnen kann. Ui. Nachladen. Nachladen ist immer gut. Ich hoffe, ihr droppt auch was. Nicht, dass ihr mir das Zeug nur kaputt macht, aber nichts droppt. Oh, da vorne ist wieder. Da ist nochmal ein Tier drin. Ja. Wenn ihr da dagegen rennt, ich kann nichts dafür. Hey! Ich denke mal, dass die von Nacht zu Nacht schlimmer werden oder stärker werden. Mal nachladen. Ich bin da jetzt mal lieber auf Nummer Vorsicht. Hier kann ich nicht nachladen? Ach, jetzt. Repair. Machen wir doch mal.
Was hast du denn da gedroppt? Ein Stück Eisen. Habt ihr da auch was kaputt gemacht? Ja. Da auch. Ist es zum Glück nicht viel? Tja, wenn man so schlecht schießt wie ich, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine gute Abwehr. Definitiv eine gute Abwehr. Ja, den Rest macht der Speer. Weil du da mitten reinrennst, du Dödkopf. Ups. Die sehen jedenfalls nicht gesund aus. Wie lange geht denn das jetzt hier? Na, das ist aber halt noch Normal-Level. Ne? Ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn ich das auf Hard spiele. Ups. Eine. Oh. Warte mal, da werde ich sowieso wahrscheinlich gleich keine Patrone mehr haben. Ja. 4 habe ich nur noch. Naja gut, ich kann mir ja welche herstellen. Repair. Also das ist schon nicht schlecht, wenn wir uns da ein paar mehr hinstellen am Haus. Ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt halt hier auf dem Spot bleiben werde. Wir werden mit Sicherheit weiterlaufen. Na gut, du wirst keine Chance haben da unten. Aber du hast irgendwas gedroppt, ne? Dann nehmen wir uns mal das Schwert in die Hand. Weil ich glaube nämlich, dass jetzt, wenn dann mal so ein Dicker hier durchkommt... Ja, obwohl, die machen sich selber so viel Damage an diesen Teilen. Hey, hör auf. Ich muss das alles wieder reparieren, du Dödel. Na also. So ist brav. Leg dich schlafen. Mal gucken, ob ich da noch was reparieren kann. Nö, das ist auch gut. Da ist was kaputt. Aber die sind immer nur angeknackst. Ja, außer der Dödel kommt. Ja, und wieder dagegen. Und wieder dagegen. Wie viele Äste habe ich eigentlich noch? Ah, okay. 13 Äste habe ich noch. Okay. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich dann immer wieder sammle. Ja, tobt euch aus. Einer von euch wird wahrscheinlich jetzt gleich reinkommen. Ja, du, dachte ich es mir. Ja, oder nicht? Hallo, hier gibt's Kuchen. Bist du... Oh. Na also. Ja, je später die Nacht, desto mehr von den... bösen Buben kommen halt hier an, ne? Aber das ist cool, dass ich das so auf ein bisschen Entfernung auch reparieren kann. So, 1 Uhr. Ist Silvester jetzt rum? Ja, da kommt noch mal einer. Warte mal. Ein bisschen Pfeile verschießen. Macht nämlich auch Spaß. Oh. Nehmen wir mal das Schwert in die Hand. Du kannst mich.
Jetzt kommt so quasi die letzte Welle. Wir nutzen den Glitch wieder aus mit der Fackel. Ah, jetzt kommen die richtig harten. Geh weg. Ja. Jetzt kommt die richtig gute Welle. Da denkt man noch, weißt du, hier so von wegen. Ah, da kommt der Silbermann. Hey, Leute, habt ihr einen Butcher? Aber das Gute ist halt, mit dem Schwert treffe ich gleich mehrere. Ach, komm jetzt. Ah, die sind schon hart gesotten nach hier. Also entweder ich überlebe das jetzt oder nö. Ui. Warte mal. Lass mich doch mal was essen. Das, warte mal, für dich nehme ich das Messer in die Hand. Das Messer. Kannst du mal jetzt? Hallo? Der ist richtig hardcore. Warte mal. Kann ich das Schwert nochmal... Mir ist es egal, ich kann alles. Naja, gut. Aber die letzte Welle, die war jetzt heftig. Revival. Krasso. So. Hallo. Hallo, Herr Nachbar. Sie sind ja noch da. Ich mache jetzt mit dem Messer fertig. So, das hast du jetzt davon. Edge. Take all. Auch, Dingsbums hier. Take all. Es war ja zum Glück jetzt nicht viel, was ich da in der Tasche hatte. Oh, die haben Geschenke mitgebracht. Take all. Stoffhetzen, Pfeile, Forschungszeug. Ja, da liegen auch noch ein paar Bündel. Also die Dinger sind auf jeden Fall ultra hilfreich. Muss ich echt sagen. Die repariere ich jetzt halt auch schön, brav. So wie es sich gehört. Und nicht selber gegenlaufen, ne? Das weiß der. Plastik. Da können wir noch was repairen. Ja, die machen schon richtig gut. Da muss ich auch mal gucken wegen diesen Stachelfallen. Ich denke, die Stachelfallen sind auch auf jeden Fall gut. Ich habe keine Samen, aber ich brauche eh Äste. Von daher, komm, dann kann ich das Zeug gleich mitnehmen. Und ich könnte mir eigentlich gleich noch... Oh, das arme Bambi. Naja, jetzt gehörst du mir. Ach nee, ist ein Fuchs. Ein Fuchs war das, okay. So, ich habe hier eigentlich schon sehr gut gesäubert von Büschen. Die wachsen auch nicht nach. Ich hoffe nur, dass ich jetzt gleich wieder einen Bären reinlaufe. So, wir machen mal hier Sortierung wieder. Kleines Fleisch ist nicht gebraten. Großes geröstetes für 40. Kleines. Zack, dass wir da wieder voll sind. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf Buschjagd. Zwecks die Äste. Und du hast die Haustür wieder offen gelassen, Mensch. Hoffentlich kommt da keiner rein. So ungebetene Besucher mag ich nämlich immer gar nicht. Ist das auch ein Busch oder nicht? Da waren wir, glaube ich, schon mal drin, aber da sind noch welche drin, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gleich ist vorbei. So, weil da wollte ich nämlich den Loot auch noch holen. Da habe ich die Wurfsteine überhaupt nicht verwendet. Da wollte ich doch auch mal ausprobieren. Keiner zu Hause? So, was haben wir denn da? Da haben wir das. So, dann da. Oh, dreiviertel Stunde schon. Also der Part ist heute auf jeden Fall mal ein bisschen länger.
sondern und immer schön die Umgebung im Auge behalten. Oh, der Bär. Ich habe ihn gerade noch gesehen, aber er wird mich wahrscheinlich wieder fressen. Gut. Nein! Der Katz und Maus. Okay, gut. Mir tut es ja eigentlich leid um die Bären. Andererseits, ich kann das Zeug halt auch brauchen, ne? Bärenknochen und großes Fleisch. So. Ich gehe jetzt mal in die Richtung. In der Hoffnung, dass ich noch Büsche finde. Also die Nacht war jetzt halt mal hardcore. Muss ich echt sagen. Das war mal ein bisschen heftiger. Ich hoffe, ich finde ein paar Samen, dass ich dann die Fallen wieder laden kann. Kleiner Stein, Ranke. So, aber ich denke, das mache ich dann beim nächsten Mal noch ein bisschen looten. Und ich würde auch wirklich gerne mal losziehen und mal gucken nach einem anderen Spot. Ich denke, es ist auch sehr, sehr sinnvoll, wenn wir uns irgendetwas bauen, was uns nach oben bringt. Aber das ist cool mit den Lampen, ey. Hammer. Gefällt mir total. Habe ich jetzt eigentlich Samen einstecken? Zwei Samen hätte ich einstecken, ne? Da könnte ich eigentlich die große Falle, wenn dann nochmal laden. Ja. Reload, weil ich denke, ein großes Tier ist immer noch besser, wenn wir fangen können. Als ein kleines. Das war's ja, ne? Ja, das war's. Schade. Okay. Das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Und wir haben halt jetzt richtig schönes Licht. Ah, das ist cool. Das gefällt mir. Man kommt halt erst im Laufe der Zeit, wenn man ein Spiel das erste Mal macht, man kommt erst immer im Laufe der Zeit so richtig rein und richtig in Schwung. Das dauert halt immer ein bisschen. Man kann von Anfang an nicht gar nicht alles wissen. Ein Ei, cool. Größeres Fleisch können wir uns dann machen. Größeres großes Fleisch und dann gleich nochmal... Da eins. Cool. Können wir uns auch noch schnell was reinpfeifen. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, ein kleines geröstetes. Oder nee, warte mal, das da. Ein Hühnchen hauen wir uns heute mal rein. Jawohl, und damit sind wir auch wieder voll gefüllt. Super duper. Okay, klasse. Leute, lasst mir ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und dann täte es mich echt wahnsinnig freuen, wenn ihr morgen dann auch wieder mit dabei seid. Insofern, macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.